Liebe Freunde, zunächst möchte ich Dank sagen allen, die Beschwerdebriefe und gelbe Karten verschickt haben an Bürgermeister Hahn, das Amt für Umweltschutz oder das EBA wegen dem Rostwasser aus dem Blauen Rohr. Das hat Wirkung gezeigt, auch wenn dies aus den kargen Antworten, die ihr bekommen habt, so nicht ersichtlich ist. Ich habe hier den Dialog 21, Ausgabe 2, September 2010, also vor 4 Jahren mitgebracht. Was steht auf Seite 4 unter der Überschrift 17 Kilometer Rohrleitungen schützen Stuttgarter Mineralquellen? Dort heißt es, die Anforderungen, die mit den Reinigungsanlagen für das Grundwasser zu erfüllen sind, liegen über dem Standard für Trinkwasserqualität. Ist diese Rostbrühe etwa die versprochene Trinkwasserqualität? Als die blauen Rohre im Sommer 2011 angeliefert wurden, haben wir Beschwerde beim EBA eingelegt und den Einsatz von Rohren mit Korrosionsschutz gefordert. Dies wurde abgebügelt mit Verweis auf ein Gutachten der Hölscher Wasserbau, welches die Gleichwertigkeit dieser Rohre zu den angeblich von der Bahn ausgeschriebenen Rohren mit PE-Innenbeschichtung belegen würde. Der Rostaustrag sei vernachlässigbar, hieß es damals. Jetzt hieß es, das Wasser in den blauen Rohren sei unbedenklich. Ein zertifizierter Probenehmer habe Proben entnommen, das Wasser sei klar gewesen, Eisen nur in Spuren darin zu finden, der Anfangsverdacht einer Verunreinigung damit ausgeräumt. Bereits am 24. Juni ein LKW auf der S21 Baustelle in der Jägerstraße die blauen Rohre umriss und dort die Rostbrühe für jedermann sichtbar rauslief, wurde das Rostwasser vom AFU als unerklärlich bezeichnet. Und eine weitere Beprobung angeordnet. Ergebnis, die abfiltrierbare Probe sei klar und unbedenklich, Eisen nur in geringen Mengen enthalten, so das Amt für Umweltschutz. Abfiltrierte Probe. Damit gesteht das AFU ein, dass der Rost aus der Probe entfernt wurde. Welche Schummelei! Das AFU erklärt den Rost zum abfiltrierbaren Stoff und lässt diesen vor der Analyse entfernen. Das Analyseergebnis ist dadurch verfälscht und unbrauchbar. Es entspricht keineswegs dem tatsächlichen Versickerungsbetrieb, denn an den Versickerungsbrunnen gibt es keine Abfiltriereinrichtungen. Der gesamte Rost im Wasser wird unvermeidlich in den Untergrund eingeleitet und schädigt diesen in nicht wieder gut zu machender Art und Weise. Die Gemeinderatsfraktion Bündnis 90 Grüne sowie SOS Linke haben jeweils Anträge an die Stadtverwaltung eingereicht mit Forderung nach Aufklärung und Austausch der Rohre gegen solche aus korrosionsbeständigem Blattstoff. Die Antwort der Stadtverwaltung steht noch aus. Und die mir gerade Tom Adler zugesteckt hat, die SOS Linke hat nochmal nachgelegt und hat einen Antrag an die Stadt gestellt auf Entzug der wasserrechtlichen Genehmigung für das GWF. Auch der BUND hat eine Pressemitteilung zum Rostwasser herausgegeben. Die Landesvorsitzende Frau Dr. Dahlwende weist auf die Verockerungsgefahr für Erdreich und Gewässer hin und die davon ausgehende Bedrohung für die im Wasser lebende Tiere. Sie fordert Aufklärung der eindeutig nachgewiesenen Rostverschmutzung
und den Austausch der Rohre gegen solches korrosionsbeständige Material sollte Korrosion der verwendeten Stahlrohre die Ursache sein. Und das ist die Ursache. Wie verheerend sich höhere Eisengehalte in Gewässern auswirken, wurde kürzlich aus dem Spreewald bekannt. Durch jahrelanges Einleiten eisenhaltiger Wässer aus ehemaligen Braunkohletagebaugruben in die Spree ist inzwischen das gesamte Flussgebiet von einer Verockerung und dadurch bedingtes Absterben des aquatischen Lebens bedroht, ohne Aussicht auf wirksame Abwehrmaßnahmen. Anzusehen im Film Ein Fluss verrostet, den Phoenix eingestellt hat, den Link könnt ihr in diesen blauen Vortragszetteln entnehmen. Die dort zuständigen Behörden wiegeln nur ab. Den Schaden muss die Bevölkerung hinnehmen. Wie aber will die Stadt Stuttgart ein ähnliches Desaster mit dem Grund- und Mineralwasser verantworten, wenn sie zulässt, dass aus rostenden Rohren jahrelang Millionen Kubikmeter Rostwasser weiträumig im Stuttgarter Heilquellenschutzgebiet versenkt werden? Wir Ingenieure 22 haben kürzlich Post vom Amt für Umweltschutz bekommen. Einen Vierzeiler. Kurz, knapp und nichtssagend. Darin heißt es, das AFU sei lediglich Verwaltungshelfer des EBA, ohne eigene originäre Zuständigkeit. Anstatt auf unsere Fragen einzugehen, gibt das AFU an, dem EBA zur Klärung Maßnahmenvorschläge unterbreitet zu haben. Sobald die Ergebnisse vorliegen, wissen wir, ob Handlungsbedarf besteht. Welche Maßnahmen, das wird nicht gesagt. Aus Antworten des AFU an besorgte Bürger geht hervor, dass dem EBA wöchentliche Überprüfungen durch die Vorhabensträgerin über 2 Monate hin als Abhilfemaßnahme empfohlen wurden. Wie bitte? Die Bahn als Vorhabensträgerin soll sich selber überprüfen? Das Amt für Umweltschutz hat schon eine merkwürdige Auffassung von der ihm obliegenden Prüf- und Überwachungspflicht. Das AFU tut so, als sei der Rost in den blauen Rohren lediglich eine vorübergehende Anfangserscheinung, die über kurz oder lang von alleine verschwinden werden. Dem ist jedoch nicht so. Der Rostvorgang in den hier verbauten Stahlrohren geht bei sauerstoffhaltigem Wasser, wie im GWM-Betrieb ja vorgesehen, unaufhaltsam immer weiter und lässt sich durch kein noch so ausgeklügeltes Messverfahren unterbinden. Das AFU gibt weiter an, die Einleitgrenzwerte seien von der Vorhabensträgerin einzuhalten und weist zugleich darauf hin, für Eisen sei gar kein Einleitgrenzwert festgelegt. Das kann aber keineswegs heißen, dass Eisen in unbegrenzter Menge eingeleitet werden darf. In den Gutachten der Antragsunterlagen zur Planfeststellung sind als höchste Erwartungswerte 1,0 bzw. 2 Milligramm Eisen je Liter Baugrubenwasser angegeben. Und mehr darf nicht dazukommen, wenn das GWM seine Aufgabe erfüllen soll. Das Verhalten des AFU in dieser Rostsache ist höchst befremdlich. Dies lässt den Verdacht aufkommen, die Amtspflicht zur gewissenhaften Überprüfung würde zugunsten der Vorhabensträgerin vernachlässigt. Das aber wäre ein schwerwiegender Straftatbestand und mit der Amtsführung nicht vereinbar. Anzeige! Das Amt für Umweltschutz ist nicht der Bahn verpflichtet, sondern der Allgemeinheit. Und das sind die Bürger dieser Stadt. Das Einleiten rosthaltigen Wassers in den Untergrund des Stuttgarter Heilquellenschutzgebietes kann nur verhindert werden durch korrosionsbeständige Rohre, zum Beispiel HDPE, die von der Bahn selber im Antrag der Planänderung angegeben. Wir fordern, dass die Bahn die eingebauten Rohrleitungen aus ungeschütztem Stahl gegen solche aus HDPE ersetzen muss, bevor das GWM in Betrieb gehen kann.
dann kann aber vorerst noch keine Baugrube ausgehoben werden. Das ist 21 Vorhaben, hätte mindestens ein weiteres Jahr verzögert. Unsere Frage nach der Herkunft des in den blauen Rohren geführten Wassers wurde bis heute nicht beantwortet. Es ist kein Trinkwasser. Warum ermittelt das AFU nicht gegen Hölz und die Bahn, sondern entdeckt all deren Verstöße, etwa auf höhere politische Anweisungen? Wir müssen da weiter bohren und oben bleiben. Danke für Sie. Für diese detaillierten Einblicke. Und wenn Sie noch weitere Details interessiert, diese Rede gibt es noch ausführlicher heute auf dem blauen Papier, wie jede Woche. Aber Hans Heidemann hat heute gekürzt aufgrund der Zeit, schon 10 vor 7. Deswegen heute ausführliche Rede auf Papier. Kurzfassung haben Sie gerade gehört.